Ja, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Kawart, Vorstand von Monetative e.V. zu unserer sechsten Webkonferenz. Ich begrüße sehr herzlich als Experten heute Sven Wagenknecht, erstmals ein externer Experte. Bisher hatten wir immer Mitglieder unseres wissenschaftlichen Beirats. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Teilnahme. Danke für die Und Einladung. auch nochmal möchte ich Simon Sonnenberg vorstellen, unseren Pressesprecher, der das auch technisch immer organisiert und auch weiter moderieren wird. Wir haben heute eine Konferenz zum Thema digitales Geld. Ich möchte ganz kurz eine Einführung des Begriffs machen. Wir haben natürlich alle schon digitales Geld, nämlich auf unseren Girokonten, das wir auch schon in digitaler Form benutzen. Das ist allerdings Geld, das ausschließlich von den Geschäftsbanken selber geschöpft oder produziert wurde. Dann haben wir auch schon, es gibt schon digitales Geld, das von der Zentralbank produziert wird. Das sogenannte CBDC, Central Bank Digital Currency. Dieses digitale Geld von der Zentralbank haben allerdings heute nur Banken und der Staat, also Wirtschaftsteilnehmer, die eben über ein Zentralbankkonto verfügen, und das haben wir normale Geldbenutzer bisher nicht. Also es gibt schon auch digitales Geld von der Zentralbank. Dann gibt es unter dem Begriff digitales Geld jetzt eben dieses neue Kryptogeld, was eben kontenunabhängig funktioniert. Man spricht dann teilweise auch von Digital Cash, also ist dem Bargeld praktisch insofern gleichgestellt, also es kontenunabhängig funktioniert. Und dieses Kryptogeld wird allerdings heute bisher ausschließlich privat produziert. Und da ist die Frage eben, oder es beginnt schon, dass eben Staaten auch sowas emittieren. Sven wird vielleicht nachher noch darauf eingehen. Ja, da ist eben die Frage, soll es weiterhin nur privat produziert werden oder eben auch als Kryptogeld von der Zentralbank? Ja, soweit zur Begriffsklärung, und dann würde ich gleich an Simon übergeben, der jetzt mit Sven anfangen wird. Genau, ja, also wir treffen uns ja heute so ein bisschen unter dem Titel ein bisschen weit gefasst: Digitalisierung des Geldes, Libra, E-Euro, CBDC oder Vollgeld. Klaus hat ja schon einige Aspekte rausgegriffen, über die wir jetzt so ein bisschen detaillierter mit Sven Wagenknecht, Chefredakteur von BTC Echo. BTC Echo, wer es nicht kennt, ist die führende deutschsprachige Medienplattform zum Thema Blockchain, auch digitale Währungen und vor allem Bitcoin. Selber eine Bankausbildung, studierter Politikwissenschaftler. Und du berätst auch, korrigiere mich, das Wirtschaftsministerium bei der Initiative für intelligente Vernetzung und hast vielleicht ein bisschen ja, einen technischeren Blick auf Fragen rund ums Geld, denen wir uns heute so ein bisschen widmen wollen. Ich würde extrem gern, weil wir schon so über die Entwicklungen sprechen oder die angerissen haben, gleich zu China kommen. Also wir sehen ja die Entwicklungen zu einem noch digitalisierteren Geld mit Libra, worüber wir später sprechen, aus dem Silicon Valley, aber auch von Staaten, Schweden in Europa, die da mit der E-Krona ja, die Speerspitze geben. Und in China hat es ja jetzt vor kurzem auch schon die ersten Verlautbarungen gegeben. Und da hast auch du einen spannenden Artikel zugeschrieben. Deswegen vielleicht gleich mal mitten ins Thema: Was macht China rund um digitales Zentralbankgeld und wie schätzt du das ein? Was kann man von den Berichten halten? Ja, sehr gerne. Also China hat letzte Woche Fakten geschaffen. Das heißt, es wird schon sehr lange darüber spekuliert, ob China bald eine digitale Zentralbankwährung testen wird. Seit letzter Woche ist bekannt, auch von offizieller Seite, dass China in kleinen Städten in einem Art Sandbox-Rahmen, also mit ein paar ausgewählten Teilnehmern, ausgewählten Unternehmen, nun diese digitale Währung, den digitalen Renminbi testet. Es ist erstmal auch vor allem mit wenigen Anbietern, das heißt auch Alipay zum Beispiel als Nichtbank ist dafür zuständig, die Zahlungsabwicklung zu gewährleisten. Und ich glaube, das Spannende hierbei ist, dass im Gegensatz zu Europa oder der Eurozone und USA China einfach mal probiert.
Das heißt, auch das Geld jetzt, das digitale Geld, wird nicht smart sein. Es wird noch gar nicht so gut funktionieren. Aber ich glaube, China möchte sehr schnell in der Praxis sehen, was man schaffen kann mit digitalem Geld, wie man es intelligent einbetten kann in Infrastrukturen. Und wir müssen hier, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das wirtschaftliche Motiv von China, zu sagen, wir denken langfristig. Und wenn unsere Wertschöpfung immer digitaler wird, braucht es auch digitales Geld, dass wir eben in einer Maschine-to-Maschine-Kommunikation, dass Autos mit digitalem Geld bezahlen können, Drohnen, dass wir aber auch einfach ein effizienteres System haben, das nicht von Geschäftsbanken abhängig ist, sondern eben ja in der Digitalökonomie neue Optionen ermöglicht in der Wirtschaft. Und der andere Aspekt sicherlich, der hier auch zum Tragen kommt, ist das Politische. Sicherlich auch dadurch geschuldet, dass China sicherlich ein Staat ist, der sehr viel Kontrolle haben möchte, ausüben möchte und eine digitale Zentralbankwährung hier sicherlich auch eher als, nicht wie wir das vielleicht sehen würden in Deutschland oder in der Eurozone, auch als Mittel doch stark sehen, die Finanzen seiner Bürger zu kontrollieren, da eben dann das Bargeld dadurch sicherlich noch weiter abgeschafft wird und der Staat, da die Trennung sicherlich nicht so stark ist zwischen Zentralbank und Staat wie hier eben in Europa oder in den USA, dass dadurch natürlich auch neue Machtmöglichkeiten vielleicht entstehen für den Staat, direktere, ja auch auf einmal Geldpolitik zu betreiben. Das ist sicherlich auch ein Aspekt im internationalen Wettbewerb mit den anderen Staaten, hier auch langfristig zu denken, gerade auch mit Projekten wie die Seidenstraße, zu sagen, okay, wir bilden einen Standard mit unserer digitalen Infrastruktur, digitalen Währung, die auch andere Staaten vielleicht irgendwann mal nutzen können. Das ganz grob nur als die Motive, aber es geht natürlich noch viel weiter darüber hinaus. Da vielleicht auch die Nachfrage, weiß man Näheres zur Technologie, läuft es auch nach Blockchain? Ich meine grundsätzlich mit China und das ist ja sowieso ein Thema rund um CBDC, das viele sehr kritisch sehen, dass es auch dystopische Ausmaße annehmen kann, sprich man ist komplett gläsern, alle Zahlungsvorgänge liegen dem Staat vor. Das ist ein Argument, das ja auch viele Kritiker zum bestehenden System auch immer wieder vorbringen, wenn es um das Thema geht. China ist da jetzt gerade mit dem Social Credit System etc. und all den Anschlussmöglichkeiten für so ein digitales Zentralbankgeld ja besonders gefährdet und ist nicht der Vorreiter für eine freiheitliche, dezentrale Lösung. Weiß man dazu Näheres oder wie schätzt du das an? Simon, darf ich kurz einhaken, technisch? Du musst dich irgendwie ein bisschen anders, das Mikrofon klingt mir da so ein bisschen komisch teilweise. Ein bisschen anders zum Mikrofon, danke. Entschuldigung. Gut. Ja, Sven. Ja, sehr gerne. Natürlich, also die genaue technische Ausgestaltung ist nicht bekannt, glaube ich, das kann man sagen. Zum ursprünglichen Narrativ vom Blockchain als ein öffentliches, dezentrales Datenbanksystem, das trifft sicherlich nicht zu. China möchte, glaube ich, in letzter Instanz immer die Kontrolle behalten. Auch wenn es in dem Rahmen, das China setzt, sehr dezentral vielleicht sein kann, perspektivisch, sollte dennoch so sein, denke ich, dass China immer genug Eingriffsmöglichkeiten hat auch und Steuerungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, das ist aber auch eine Chance, da kommen wir vielleicht später noch zu, einen Gegenentwurf zum chinesischen, doch sehr zentralistischen Geldsystem zu entwerfen, das eben doch offener gestaltet ist und eben nicht auch die ganzen Privatsphäre-Bedenken, die wir da haben, da etwas entgegensetzt. Denn nun ja, ab dann, wenn das mal kommerziell wirklich ausrollen sollte, das Ganze, dann ist, denke ich, wie du auch schon richtig gesagt hast, mit den Social Scoring System oder anderen staatlich motivierten Systemen eine Überwachung da, die keinerlei Privatsphäre irgendwann mehr zulässt und auch eine Steuerung ermöglicht, die zum Beispiel dahin führen kann, dass ein Bürger sanktioniert wird im Zweifel. Das heißt, dass das Kontoguthaben, wenn er sich was zu Schulden hat kommen lassen, nachher abgebucht wird. Das ist natürlich alles noch Spekulation. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht übertreiben in die eine Richtung. Aber es sind Bedenken dennoch, die wir alle haben sollten und darüber kritisch jetzt anfangen sollten zu denken und es ja als Warnschuss nehmen sollten auch, dass China so viel weiter ist als wir, um selbst vielleicht ein besseres, demokratischeres Gegensystem zu entwerfen, was auch mehr einer offeneren Blockchain-Narrativ zukommt. Da sind wir auch schon bei dem Punkt so ein bisschen, warum
Vielleicht braucht es aus deiner Sicht in Deutschland oder auch im Währungsraum des Euros, auch im politischen Euroraum, dann aus deiner Sicht ein CBDC? Und wenn ja, kannst du da so ein bisschen skizzieren, wie das aus deiner Sicht eher aussehen müsste? Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Ausgestaltungsoptionen, wie wir am Beispiel China ja sehen, wie ein CBDC aussehen kann. Wofür plädierst du da? Gibt's da eine Position? Ja, also erstmal glaube ich, dass wir das brauchen, definitiv, denn es ist ein Wettbewerb, in dem wir uns da befinden, um die Digitalisierung. Und ich glaube, gerade Deutschland und Europa hat hier viel nachzuholen. Wir haben es bei der Internetökonomie verpasst. Also die bekannten großen Unternehmen, Facebook, Google, Amazon, sind in den USA entstanden. Viele andere, aber auch in China und in Europa haben wir das nicht. Und wenn man langfristig denkt, dann werden wir einen höheren Automatisierungsgrad, glaube ich, erleben unsere Industrie. Und wenn wir jetzt gerade an Deutschland denken mit seinen Maschinenbauern, der Automobilindustrie, ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch im Kontext der Industrie 4.0 eine Infrastruktur zu schaffen, wo wir auch Zahlungen, Verträge sicher abwickeln können im digitalen Raum, ohne dass wir jetzt auf Banken angewiesen sind. Und auch wenn jetzt aktuell es noch so sein mag, dass es noch nicht so viele Anwendungsfälle gibt, ist es, finde ich, sehr wichtig, dass wir jetzt beginnen, die Infrastruktur aufzubauen, und damit dann auch gemeinsam mit der Industrie. Und ich denke, das ist auch ein Vorteil, den wir haben, die enge Verzahnung der Industrie mit den Institutionen, da gemeinsam ein besseres Geldsystem zu entwickeln. Und wir sehen es auch aktuell, um es kurz wegzugreifen, schon aus privater Hand. Das heißt, nicht der Staat oder die EZB ist jetzt hier so progressiv, sondern vor allem Startups, zum Beispiel aus Frankfurt Cash on Ledger, die auch mit der Commerzbank bereits den digitalen Euro getestet haben, leisten hier eine gute Arbeit. Und ich glaube, es ist hier wichtig, wäre eine enge Verzahnung zu haben, um ein besseres Geldsystem für die Zukunft zu schaffen. Dann zweite Frage war nochmal, Simon. Ja, du hast jetzt den Wettbewerb angesprochen. Ob du auch über weitere, also Rahmenbedingungen dieses CBDCs in unserem Raum nachdenkst, ob es da Punkte gibt, wo du sagst, das müsste die erfüllen. Also ich denke, wenn wir da hinkommen, dass wir CBDCs bekommen, dann wird das Bargeld sehr wahrscheinlich irgendwann nicht mehr da sein, weil es würde dann das Bargeld ersetzen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir hier natürlich die Privatsphäre, Eigenschaften von Bargeld auch bewahren. Daran lässt sich zweifeln, ob das wirklich umgesetzt wird. Es gibt sicherlich auch ein Interesse von Institutionen, von Staaten, von Behörden, sehr genaue Kontrolle zu haben über Transaktionen, auch gerade natürlich zum Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Aber dennoch, jetzt hier Standards zu schaffen, die wir mit unserem demokratischen Wertesystem auch vereinbaren können, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, eine Antwort dazu gibt es noch nicht genau, wie das ausschauen kann. Ich denke, es ist in einem größeren Rahmen aber zu sehen. Das heißt, wir müssen vielleicht grundsätzlich überlegen, wie wir die Regulierung unseres Geldsystems mit der EZB vielleicht eben neu auch aufsetzen, um da einen Rahmen zu schaffen, der eben nicht wie der des autokratischen Chinas ist und Freiheitsrechte ermöglicht noch. Genau, ich würde neben dem Wettbewerbsaspekt und auch dem Aspekt der Privatsphäre noch ein anderes Argument kommen wollen, das häufig angeführt wird. CBDC ist ja, also digitales Zentralbankgeld, ist ja heute lediglich den Geschäftsbanken. Der Zugang ist nur Ihnen ermöglicht, sprich nur Sie haben Zentralbankkonten. Der einfache Bürger, in Anführungszeichen, hat dazu keinen Zugang. Sprich, er hat kein per se sicheres Geld, kein digital sicheres Geld, sprich die Geldstabilität, die Sicherheit auch der Zahlungsinfrastruktur ist ja in Finanzkrisen immer gefährdet, wo wir dann alle möglichen Rettungsmaßnahmen sehen und sehen müssen. Ein wesentliches Argument für CBDC ist ja auch von vielen, dass das Geld auf einem Zentralbankkonto für jeden Bürger sicher wäre, sofern es denn für jedermann zugänglich wäre in der Ausgestaltung. Wie schätzt du dieses Argument ein? Ist es für dich nachrangig oder die ganze Thematik Finanzmarkt und Geldstabilität? Also ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Krise ist es aktueller denn je. Ich meine, wir sehen, dass der Staat abhängig ist von den Banken, dass die Kredite vergeben. Er kann es nicht direkt machen, er kann kein Geld an die Haushalte und Unternehmen direkt vergeben, auch wenn er es gerne machen würde, glaube ich, in einer direkten Hilfeleistung. Das Bankensystem ist, glaube ich, in vielen Punkten relativ ineffizient noch,
gerade wenn es um schnelle Hilfe angeht. Es ist, der Staat ist sehr abhängig, auch vom Willen der Banken letztendlich, dass die Banken die Kreditwirtschaft versorgen. Und um ein Beispiel hier vielleicht zu nennen, das aus den USA jetzt stammt, ist, dort haben wir viele Menschen, die kein Bankkonto haben in den USA. Und so wurde ein Vorschlag aus dem Demokratenhaus gemacht, dass man den Menschen eben direkte Konten bei der Fed, also ein Fed-Account, einrichtet. Hätte den Vorteil, dass die Menschen wirklich eben sofort, auch ohne ein Bankkonto, und davon gibt es leider viele Menschen in den USA, die kein Bankkonto haben, eine direkte Hilfezahlung ermöglichen würde. Die aktuelle Situation sieht oftmals so aus, dass in den USA dann Papierschecks, also wie noch vor 100 Jahren kann man sagen, an die Hilfsbedürftigen geliefert werden müssen. Die Menschen müssen dann mit dem Scheck zu einer Wechselstube, die dann nochmal 3%, 3,5% Gebühr dafür nimmt. Was unter Quarantäne-Gesichtspunkt natürlich auch nochmal negativ ist, dass die Menschen zum Geldwechseln raus müssen, dann noch einmal ein Intermediär Gebühren abgreift. Gerade hier war dieser Vorschlag, glaube ich, sehr, sehr bezeichnend für die aktuelle Situation, wie ineffizient in vielen Teilen, gerade jetzt auch im Ausland vielleicht nochmal, wo wir nicht diese Overbanked-Infrastruktur haben, hilfreich sein kann, aber auch eben, wie du vorher schon angesprochen hast, Simon, ganz grundsätzlich, also auch losgelöst vom Fall Corona und direkte Hilfeleistung, ist, glaube ich, es wichtig auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Bankenkrise vielleicht erleben sollten, ich weiß es nicht, dass dann das Geld eben nicht, dass das Geld sicherer dadurch ist, dass es eben nicht immer nur durch Forderungen und Verbindlichkeiten auf dem Konto existiert, sondern eben auch bei der Notenbank, wo ich kein Bonitätsrisiko habe, kein Emittentenrisiko habe, weil die Notenbank nun mal wahrscheinlich nicht pleite gehen wird. Sie kann Geld drucken. Das können Banken nicht. Und ich glaube, es ist durchaus ein stabilitätsfördernder Aspekt, den man hierbei berücksichtigen kann. Ja, wir haben halt auch schon mal so den Vorschlag aus den USA mit den Fed-Accounts angesprochen. Was Ähnliches gibt es ja auch in Holland. Das sind die sogenannten Safe-Haven-Konten, die unsere Schwesterorganisation OnScale da recht politikwirksam thematisiert und auch schon im Abgeordnetenhaus eine Zustimmung erhalten hat. Das sind ja so erste Schritte, die alle in der Richtung CBDC auch so bei uns in Anführungszeichen in westlicheren Sphären erwarten lassen, dass wir da in die Richtung gehen. Eine Frage, die du jetzt auch schon so ein bisschen tangiert hast, die ich noch extrem spannend und wichtig finde, wenn es um die Ausgestaltung von dem CBDC geht, ist die Frage nach der Emission. Also wir haben jetzt über Helikoptergeld und über kurzfristige Direktauszahlungen an einzelne Bürger gesprochen in der Corona-Krise. Hast du zum Thema Emission des digitalen Zentralbankgelds Fragen? Es kann ja proaktiv, es kann reaktiv erzeugt werden, es kann mit einem Zins versehen sein, es kann ohne Zins versehen sein. Gibt es da Gedanken, die aus deiner Sicht relevant sind? Also ich glaube, bei der Ausgestaltung, wie gesagt, kann man sehr kreativ sein. Ich glaube, wo eine Gefahr besteht zumindest, ist, dass dieses bei der Einführung der CBDC natürlich der Staat die Möglichkeit hat, es zu bevorteilen gegenüber der nicht digitalen Währung. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen, die sagen, ich bezahle mit CBDC, einen Zins bekommen oder keinen Negativzins bekommen. Dass der Staat sagt, okay, ich habe einen Negativzins auf Bar, gut, Bareinlagen ist jetzt schwierig, aber der Staat kann ja sicherlich auch, oder die Notenbank, als im Zweifel verlängerter Arm einer Politik führen, um CBDCs paternalistisch vielleicht auch an die Menschen zu bringen. Ich glaube, da braucht es einfach ein klares Regelwerk. Ich finde es ganz schwierig, jetzt konkret zu sagen, wie das ausschauen muss. Es darf, glaube ich, auch nicht zum Benachteiligung führen, wenn Menschen sich dagegen entscheiden, gegen das CBDC. Das finde ich sehr wichtig dabei zu berücksichtigen. Da sind wir auch vielleicht bei einem anderen Punkt, wenn wir gerade über Emissionen sprechen und über die Benachteiligung, die wir auch grundsätzlich im Kontext Digitalisierung des Geldes unbedingt besprechen müssen, ist, glaube ich, Libra. War jetzt eine Zeit lang auch so ein bisschen in aller Munde, ist dann wieder abgeflacht. Die nehmen jetzt nochmal, also Facebook nimmt jetzt nochmal einen neuen Anlauf, eine private Währung, einen Stablecoin, in Umlauf zu bringen, über eine Lizenz in der Schweiz. Wie schätzt du die Entwicklungen ein? Wie ernsthaft sind die Absichten von Facebook? Ich schätze sehr, weil sonst würden sie sich damit nicht so viel beschäftigen. Kannst du vielleicht kurz das Thema Stablecoin erklären und auch, wie du die Entwicklungen einschätzt? Ja, also der Stablecoin ist ja bekannt als eben eine private Version von
Euro, US-Dollar, das kann aber auch Gold sein, theoretisch. Das heißt, wir nehmen einen Basiswert und bilden diesen Basiswert mit Hilfe eines Tokens ab. Das heißt, das Medium, das ändert sich, aber wir versuchen nur, den Wert eines Basiswerts 1:1 nachzubilden. Der bekannteste Stablecoin ist Tether. Das heißt, wir haben hier US-Dollar in Tokenform, gedeckt durch US-Dollar-Einlagen. Und vielleicht, um jetzt auf Facebook zu kommen, ursprünglich war ja geplant, dass Facebook einen Währungskorb erstellt aus verschiedenen Währungen, US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, und damit so eine Art Superwährung schafft. Die Bedenken waren verständlicherweise sehr, sehr hoch bei den Behörden, gerade aus den USA aber auch, weil man die Gefahr sieht, dass Libra damit natürlich eine übermächtige Währung schafft und Einfluss gewinnt auf das Geldsystem, was entgegen jeder demokratischen Vorstellung ist. Das wurde sehr abgewehrt. Nun hat Facebook, man muss dazu sagen, es geht vor allem um die Libra Association. Das heißt, Facebook hat eine Initiative gestartet, ein Konsortium, in dem viele andere Unternehmen aber auch drin sind. Insgesamt sollen 100 Unternehmen dann das Libra-Netzwerk betreiben, also die Blockchain oder Blockchain-artige Infrastruktur, um dann diese Währung mit einer Plattform, einer angeschlossenen Plattform, eben zu betreiben. Und nun musste China jetzt eben, Facebook musste das Konzept abändern, weil es eine Absage bekommen hat. Und das zeigt aber auch, dass Facebook es unbedingt will. Facebook will unbedingt eine digitale Währung mit den anderen Konsortialunternehmen, sodass sie jetzt entgegengekommen sind, den Regulatoren, und einen klassischen Stablecoin nehmen, also etwas wie Tether, ähnlich zumindest, jetzt konzipiert haben, also den US-Dollar, den Euro, den Schweizer Franken als einzelne Währung eben durch einen Libra-Coin, in der Gestalt eines Libra-Coins. Die Gefahr liegt natürlich bei Facebook. Ich meine, wenn Facebook anfängt mit seinen 2 Milliarden Nutzern, überall nur noch priorisiert oder zumindest bevorzugt oder vielleicht sogar ausschließlich die Libra als Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Und da geht ja eine unglaubliche Gestaltungsmacht wieder her. Und das noch in Kombination mit allen anderen Daten ist ja auch spannend. Gerade vielleicht auch so aus Sicht von einem Blockchain-Magazin, die ja doch auf dezentrale Lösungen setzen, ist ja wahrscheinlich auch ähnlich wie die chinesische Entwicklung eher dystopisch. Oder ist es was, wo du sagst, private Anbieter, Wettbewerb ist gut, brauchen wir? Also absolut. Es ist da wirklich sehr zweigeteilter Meinung, bin ich da. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass Facebook oder die Libra Association einen Wettbewerb schafft. Gerade die Staaten, also auch China selbst, hat ja gesagt, wir müssen dem etwas entgegensetzen. Es muss staatliche Aufgabe sein. Wir sehen es jetzt aber auch selbst bei der Bundesbank, die immer sehr kritisch sich geäußert hat zu CBDCs, dass die jetzt gesagt hat, okay, Libra ist schon eine Gefahr, wir müssen dem etwas entgegensetzen. Das heißt, da sehe ich erstmal einen großen Vorteil dadurch. Ich sehe durchaus auch Anwendungsfälle, die sehr vorteilhaft für einige Menschen sein können. So zielt Libra ja auch gerade auf die Entwicklungsländer ab. Das heißt, dort, wo die Menschen nicht den gleichen Zugang wie wir zum Bankensystem haben, kein Bankkonto haben, dass dort eben auch eine Finanzinfrastruktur, unabhängig von der Bankeninfrastruktur, eine inklusivere Infrastruktur geschaffen wird. Und das ist erstmal sehr viel Positives auf jeden Fall. Auch generell die Bereitschaft für die Kryptoökonomie dadurch zu schaffen, dass man 2,4 Milliarden Menschen im Ökosystem hat, also Facebook mit WhatsApp natürlich auch nochmal hinzu und Instagram, die zu erreichen, das ist klasse. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für Innovation generell. Der Nachteil aber ganz klar ist, dass wir nicht absehen können, wo das hinführt, wenn ein Unternehmen, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das mehr Nutzer verfügt als jeder Kontinent, nur die Hälfte der Weltbevölkerung, auf einmal ihre eigene Policy durchdrücken kann. Und ich glaube, dass wir generell schon in der Internetökonomie ein Machtgefälle haben, das beängstigend ist, wenn wir uns Google anschauen, Amazon, Uber und weitere Plattformen. Und wenn die nun auch noch in diesem eher staatlich-institutionellen Hoheitsgewässer fischen, können hier, glaube ich, für die Demokratie ganz gefährliche Tendenzen entstehen, dass Facebook auf einmal so viel weiß, mehr als es jetzt eh schon weiß, dass es dann eine Übermacht gewinnt und die ausnutzt, die Übermacht, die wir alle vielleicht oder denke ich nicht haben wollen. Ja, da sind wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen bei der Frage, wenn wir darüber reden, dass es ein privatwirtschaftlicher Konzern ist. Ich meine, auch im heutigen System erzeugen ja private Konzerne einen Großteil
unseres Geldes, sprich private, gewinnorientierte Banken, die über die Kreditvergabe das Geld erzeugen. Unser Vereinsvorschlag, unser Reformvorschlag fußt ja auf eine Vollgeldreform. Vollgeld kann man ja als letzten Endes von den Zentralbanken ausgegebenes, vollgültiges Zahlungsmittel beschreiben, das im heutigen System nur Bargeld ist. In dem Moment, wo wir ein CBDC einführen, wäre dieses digitale Zentralbankgeld ja auch zumindest ein erster Schritt in Richtung Vollgeld und kann auch als Vollgeld bezeichnet werden. Wie schätzt du diese Entwicklung ein? Da hätte man eben wieder vollgültiges Zahlungsmittel von einer staatlich und demokratisch legitimierten Instanz ausgegeben. Im Idealfall, da reden wir natürlich über unsere Reformvorstellungen, noch nicht über die aktuellen Gegebenheiten. Wie schätzt du diese Entwicklung ein? Und auch, ist es was, was du begrüßen würdest? CBDC als Schritt in Richtung Vollgeld? Ja, also wenn es gut umgesetzt wird, entscheidet für mich das regulatorische, demokratisch legitimierte Korsett. Das heißt, wenn wir wirklich die Trennung auch haben zwischen Politik und Notenbank, die ist mir ganz wichtig, weil sonst sehe ich eine Riesengefahr, dass auf einmal ein Bundespräsident, ein Kanzler die Macht ausnutzt und auf einmal Werbegeschenke zur Wahl verteilt. Das heißt, hier muss eine klare Trennung sein, das müssen wir gewährleisten können. Ich denke, dass, muss man kurz drüber nachdenken, ist die Stabilität fördern kann, erstmal. Ich glaube, es wird stabiler, wenn wir Unternehmen beispielsweise, um hier ein Beispiel zu nennen, sagen können, okay, dein Geld ist nicht nur bis 100.000 Euro gesichert durch die Einlagensicherung, sondern auch darüber hinaus. Und das können wir mit Vollgeld erreichen. Das ist dann in dem Fall CBDC. Die Bonitätsrisiken auch, die hier vorhin sind, durch Banken, die gerettet werden müssen, diese zu reduzieren, indem wir sagen können, okay, es sind keine Verbindlichkeiten, Forderungen mehr, du als Unternehmen bei der Bank hast, sondern eben, du kannst auch Geld, wirklich Zentralbankgeld eben auch haben. Das könnte ich mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass das Stabilität reinbringt, auch was Bankruns mögliche angeht, dass die Menschen eben nicht zum Geldautomaten rennen müssen, um dann vielleicht doch noch das Bargeld zu kriegen, sondern wissen, okay, ich habe es eben auch digital, ist für mich wichtig. Mehr als die Stabilität für mich aber ist der Aspekt, dass wir im Rahmen der digitalen Evolution einfach ein digitales Medium brauchen. Das ist für mich noch wichtiger. Und ich glaube einfach, das muss staatlich sein. So wichtig die privaten Initiativen auch sind, die wir haben aktuell, muss das Fundament meiner Meinung nach von der Zentralbank kommen, eben durch Vollgeld. Und darauf aufbauen können wir sehr gerne privatwirtschaftlich dann auch agieren und das verbessern. Aber ich glaube, die Grundlage muss von der Zentralbank kommen. Und deswegen ist Vollgeld sicherlich ein Konzept, das man ja in Betracht ziehen muss, auch wenn das, glaube ich, sehr individuell ausgestaltet sein kann und ich da jetzt keine Lösung für habe, wie das genau aussehen muss. Ja, aber das ist ja genau das Spannende. Also inwiefern kann man ein CBDC so gestalten, und da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die dann freikommen und die dann ein CBDC eben wie jetzt am Beispiel China oder wie auch an anderen Vorschlägen, die gerade diskutiert werden, ganz, ganz anders aussehen lassen kann und für den die Bürger viel, viel vorteilhafter, sicherer sein kann. Und ich glaube, das ist gerade so die Frage in Richtung Digitalisierung, sprich Rückgang des Bargelds. Ich glaube, das ist ein Makrotrend, den werden wir nicht umstoßen können. Wir im Verein machen uns da auch zum Thema CBDC extrem viele Gedanken. Und ich würde einfach, der Simon Hess ist unser zweiter Vorstand, der, ich glaube, man kann ihn als Senior Researcher bei uns bezeichnen, auch darüber gerade promoviert über das Thema CBDC. Der würde einfach ein paar Minuten mal einen kurzen Abriss geben, was unsere Gedanken bezüglich der Ausgestaltung des CBDC sind. Dann können wir darauf aufbauen, vielleicht nochmal ein bisschen sprechen und dann in den ganzen Schwung an Fragen von den Teilnehmern reingehen. Simon? Vielen Dank, Simon. Vielleicht nochmal erst nochmal ein kurzer Kommentar zu Libra. Und zwar muss man da unterscheiden zwischen, welches Geld wird da überhaupt ausgegeben und welche Technologie wird verwendet. Also das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Und Facebook macht da gerade nur was in der Richtung Technologie und lässt diese Geldfrage irgendwie außen vor. Also vor 3 Jahren, da hat Google auch eine E-Geld-Lizenz bekommen in Litauen. Und da hat sich irgendwie niemand aufgeregt. Und die hätten das irgendwie noch mit Blockchain koppeln sollen. Dann hätte es aber Ärger gegeben. Und was Libra macht, muss man halt genau gucken, was das ist. Und die
haben wir auch in der Schweiz sogar eine Lizenz beantragt für ein Zahlungssystem. Und deswegen sehe ich diese Gefahr eher als sehr niedrig an, als immer diese Datenschutzbedenken ausgenommen. Also viel zu Libra. Und im Verein haben wir uns jetzt sehr viele Gedanken drum gemacht, was wir überhaupt jetzt fordern sollten und was wir als begrüßenswert erachten sollen in der CBDC-Frage. Also nach unserem Vereinsziel wollen wir ein nachhaltiges und gerechtes Geldsystem erreichen. Und nach diesen Punkten haben wir unsere Position ausgestaltet. Und wir zielen bei CBDC ja eher auf dieses gerechte Geldsystem ab, nicht auf das nachhaltige erstmal, weil im Sinne von gerecht, dass jeder Bürger sicheres Geld haben sollte. Aktuell haben das nur Banken in digitaler Form. Und es gibt aus unserer Sicht eben keinen wissenschaftlichen Grund, warum das so überhaupt ist. Also im Moment sichert das Banken einfach nur mehr Gewinne, ohne dass was im Gegenzug dafür für die Wirtschaft kommt. Und wie gesagt, die Einlagensicherung, die reicht auch bei weitem nicht aus, um das Geld in systemweiten Krisen zu schützen. Und das meiste Giralgeld ist eben unversichert. Und mit CBDC hätten wir eben sicheres Geld für alle Bürger in digitaler Form. Und man könnte da eben noch sagen, dass die Effizienz erhöht wird in Sachen Zentralbankgeld, weil man nicht mehr so ein physisches Token verwenden muss, sondern kann das digital und schnell hin und her transferieren. Und dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, was wir eigentlich auch haben wollen im Verein, Monetative, der wird, finde ich, durch CBDC nicht direkt verbessert, weil ja Banken immer noch dann Geld schöpfen können in einem CBDC-System. Und dann diese auch prozyklisch tun. So, jetzt will ich mal zu unseren Ausgestaltungsoptionen kommen. Also, was ich persönlich finde, ist, dass CBDC eben ein Recht für jedermann sein sollte. Es gibt da unterschiedliche Optionen, wie das sein könnte. Es könnte auch sein, dass von der Zentralbank eben so einen Ermessensspielraum gibt, wem sie jetzt CBDC gibt. Aber das wollen wir eben nicht haben. Wir wollen das für jedermann haben. Und wie soll das von der Infrastruktur aussehen? Sollen da irgendwie Intermediäre eingeschaltet sein, zwischengeschaltet? Oder soll die Zentralbank das direkt an die Bürger ausgeben? Also wir bevorzugen da so eine hybride Lösung. Da hat man eine Verbindlichkeit bei der Zentralbank, aber um darauf zuzugreifen, können gerne so Drittparteien zwischengeschaltet werden, wie Zahlungsdienstleister. Das können in Deutschland zum Beispiel Zahlungsinstitute sein, E-Geld-Institute oder eben auch Banken. Und aus unserer Sicht ist so ein Stablecoin, der zu 100% gedeckt ist mit Zentralbankgeld, eher nicht zu begrüßen. Das wird ja auch manchmal gefordert, zum Beispiel von dem IWF. Und dann hat man so ein gedecktes Geld, wo man die Deckung irgendwie noch kontrollieren muss. Und das produziert ja eher so einen Mehraufwand, weil die Zentralbank da das immer kontrollieren muss, dass diese Deckung erfüllt wird. Und warum soll sie nicht dann direkt so einen Token zur Verfügung stellen? Und aus unserer Sicht sollte das CBDC unverzinst sein. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen mit Josef. Und vielleicht noch kurz ein paar Gedanken dazu. Also diese Verzinsung sollte so wie Bargeld gestaltet sein, also nicht, weil es ja eigentlich keinen Kreditvertrag darstellt und kein Investment, sondern einfach nur Geld in der Transaktionskasse. Man verleiht das ja niemandem. Und Josef meinte, dass der Zins von CBDC irgendwie an den Zins für Giralgeld angepasst werden sollte, dass sie so den gleichen Zins bieten, um diese Schwankungen zu verhindern zwischen den beiden. Aber das würde ich persönlich nicht wollen, weil ich finde, man kann mit diesen Schwankungen leben und wenn man CBDC verzinst, dann muss eben der Staat auch wieder seine Seniorage auf der anderen Seite abgeben. Also hätte der Staat keine Gewinne mehr durch CBDC. Und auch ganz wichtig, ein Designprinzip sollte anonym sein bis zu einer bestimmten Grenze,
was schon der Sven eingebracht hat. Und von der Technologie her stellt sich die Frage, ob man eine zentrale Datenbank nimmt oder eben diese Blockchain-Lösung. Oder man könnte es dann auch auf so Tokens speichern, auf so Karten, aber das halte ich nicht für praktikabel, weil wenn die Karte irgendwie weg ist, dann hat man auch das Geld verloren. Und das sollte man irgendwie noch so als Backup irgendwo zwischenspeichern. Und bei dieser Frage nach Technologie würde ich das ganz pragmatisch sehen und die Technologie dann anstreben, die die restlichen die Ausgestaltungsoptionen berücksichtigt. Also die diese Anonymität bieten kann. Und das sehe ich in dem Blockchain-Bereich. Eine Lösung von JP Morgan, die hat die Quorum-Blockchain entwickelt mit dem CETA-Protokoll. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Sven. Und die bietet anonyme Zahlungen an. Das ist quasi so ausgestaltet, dass man bei der Zentralbank dann ein nicht anonymes Konto haben würde und ein anonymes Konto. Also quasi die zwei Konten. Und mit dem einen Konto man eben anonyme Zahlungen durchführen und mit dem anderen nicht. Und da wird sich halt die Frage stellen, ob diese Technologie dahinter auch mit einer normalen Datenbank gehen würde. Und da könnte man auch beide Datenbanktechnologien nehmen, also Zentral- und Blockchain-Datenbank. Ja, so sieht es aus Sicht des Vereins aus. Also genau. Simon, ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal den Wortmeldungen an. So machen wir es. Ja. Genau, also das vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu. Wir haben dieses C-Positionspapier, da sind wir gerade dabei und sind dann in den nächsten Wochen fertig und werden es veröffentlichen. Ich weiß nicht, Sven, ob du aus technischer Sicht auch bezüglich Blockchain etc. noch vielleicht eine Anmerkung zu machen hast zu einer CBDC-Ausgestaltung und dann gehen wir in die ganzen Fragen. Aber erstmal kurz das Wort an dich. Also ich denke, Dezentralität ist ja jetzt nicht binär. Ich glaube, gerade am Anfang sind Lösungen immer etwas zentraler, etwa nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Es ist eine Entwicklung, glaube ich, die noch viele Jahre dauern wird. Das Geld entwickelt sich immer weiter, kann immer smarter werden. Es kann Updates geben, perspektivisch. Und ich gehe eher davon aus, dass es eher schon eine sehr zentrale Lösung sein wird und nicht das Maximum ausreizt, was möglich ist, im Dezentralen. Das wird bei China sicherlich auch der Fall sein, ohne es zu wissen. Ich weiß nicht, wie es ausgestaltet ist, technisch genau. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, das Wichtige ist hier wirklich einfach mal anzufangen und in kleinen Sandboxes es auszutesten. Ich glaube, dann müssen wir schauen, welche technische Lösung auch wirklich die beste ist. Und die privaten Unternehmen oder die Banken machen das ja eben, wie JP Morgan, die testen das aus mit Quorum. Ich glaube, man muss ja mal das Feedback demnächst einfach mal schauen, was dabei rausgekommen ist und wo die auch hingehen werden. Und da braucht es eben Zusammenarbeit zwischen Zentralbanken und Banken, auch wenn man sie perspektivisch streng genommen gar nicht mehr so sehr braucht eben natürlich dann, weil ich die Infrastruktur nicht haben muss. Ich muss keine Clearingstellen, kein Korrespondenzbankensystem, sondern kann eben auch mit Tech-Unternehmen wie Alipay zum Beispiel in China, das der Fall ist, Geldpolitik machen. Auch da gibt es natürlich wieder viele ganz kritische Aspekte, die man beachten muss. Absolut, die werden wir heute auch nicht alle schaffen aufzudröseln, aber wir werden es schaffen, heute noch die Fragen hoffentlich alle stellen zu lassen und gehen an dich. Die erste Frage kommt von Katrin Natsch. Ja. Ich mache mir Sorgen um die Demokratie. Und zwar, weil in den vergangenen Jahrzehnten, kann man schon sagen, der Staat so viel schwächer geworden ist. Und ein staatliches Zahlungsmittel ist ja ganz grundsätzlich einfach ein großes Machtinstrument, was sehr, sehr wichtig ist. Ich würde gerne wissen, welche Chancen hat denn überhaupt die Politik oder der Staat zu verhindern, dass jetzt große Konzerne wie Facebook, Amazon, Google in dieses staatliche, eigentlich staatliche Währungsmonopol einbrechen und dem Staat das auch noch wegnehmen? Also man sieht ja, dass wir leider kein Vollgeld haben und dass eigentlich die privaten Banken sich jetzt das Zahlungsmittel schon unter den Nagel gerissen haben und deshalb gibt es ja die Monetative auch, um dem entgegenzuwirken. Welche Möglichkeiten hat die Politik denn eigentlich, das zu verhindern, dass ihr dieses wichtige Instrument noch stärker aus der Hand genommen wird? Also die Befürchtung teile ich zu 100%. Ich glaube, das eine ist Regulierung, das andere ist Wettbewerb.
Ich glaube, der Staat muss jetzt auf die Tube drücken. Er muss jetzt mehr bereit sein, auch Fehler zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht immer nur kluge Paper schreiben, was aktuell passiert, sondern eben genau auch mal testen. Und es ist ein Wettbewerb, auf den wir zugehen, dass private Initiativen auf einmal in der Lage sind, was sie vorher nicht waren, wie Facebook oder Libre Association, einen Gegenentwurf zum staatlichen Geldmonopol zu entwerfen. Und ich glaube, das ist eine reine Spekulation, wo wir da am Ende hinsteuern. Aber ich hoffe immer noch, dass der Staat einen Rahmen findet, einen regulatorischen Rahmen, vielleicht auch das ein oder andere verbietet im Zweifel. Vielleicht braucht es da auch Verbote, aber wir können, und das muss uns klar sein, nicht alles verbieten. Das heißt, jetzt die Antwort zu sagen, wir verbieten Libra, ist, glaube ich, kurzfristig eine Lösung, aber nicht langfristig. Und der Staat muss, glaube ich, einfach jetzt mehr investieren in digitale Infrastruktur und auch bereit sein, vielleicht auch Fehler zu machen. Aber es ist eine reine Spekulation, glaube ich, wo wir uns daran befinden. Vielleicht müssen wir aber auch die Regeln ändern, wie eine EZB organisiert ist. Vielleicht brauchen wir ein demokratisches Wahlrecht zum Beispiel dafür. Ich weiß es nicht. Es sind, glaube ich, ganz viele Ideen und Konzepte, die wir anpassen müssen an den Zeitgeist und an die internationale Situation. Denn ich glaube auf jeden Fall, dass wir uns mit China, USA und Europa in einem Wettbewerb befinden. Und es wird ein Vorteil sein, dass das Land, was die beste digitale Infrastruktur hat und weiß, sein Geldsystem dort einzubetten, dass das sehr große Vorteile haben wird. Und ich glaube, das ist leider Deutschland, Europa, USA noch nicht so klar und China sehr, sehr klar. Und wir müssen alles dran setzen jetzt und noch mehr darüber sprechen, wie wir es genau jetzt hier gerade machen. Genau, da machen wir weiter. Vielleicht ein kurzer Hinweis im Anblick der fortgeschrittenen Zeit, die Fragen ein bisschen kürzer zu halten und so, dass Sven auch entsprechend vielleicht etwas kürzer antworten kann, damit wir auch alles heute unterbringen. Als nächstes haben wir eine Frage von Raimund Dietz. Ich hatte mehrere Fragen. Es ist ja eigentlich ganz klar, wenn der Staat die Geldschöpfung von digitalem Geld den Geschäftsbanken überlässt, dass er dann keine digitale Infrastruktur entwickelt, nicht? Und dass es ganz logisch ist, dass er da einen Nachholbedarf hat, ja? Aber ich glaube, wir müssen das irgendwie prinzipieller angehen und fragen, was erwarten wir von Geld? Welche Funktion hat Geld für das Individuum, also für das privatwirtschaftliche Subjekt? Das ist das eine. Es ist ganz einfach. Wir wollen damit bequem zahlen können. Wir wollen bequem in Evidenz halten können, wie wir Geld aufbewahren und zuzurechnen, wem es gehört. Und zweitens ist es wichtig, dass es die Demokratie, also unser Gemeinwohlsystem, nicht kaputt macht. Ja? Und deswegen bin ich ganz prinzipiell gegen die private Geldschöpfung von wem auch immer. Also Kryptowährungen oder Banken, das ist ja unsere Position. Und ich glaube, da haben wir etwas sehr Wichtiges beizutragen, ja. Und da das Thema Geldschöpfung aus der Öffentlichkeit überhaupt raus ist, ja, man redet immer nur von Geld und Schulden und so weiter, von Geldschöpfung ist nie die Rede, ist das überhaupt nicht im Bewusstsein, welche Bedeutung das Ganze hat. Und selbst die Zentralbanken können sich ideologisch kaum gegen diese Anbiederungen von Libra und so weiter wehren, ja. Gut, also das ist, noch eine Frage angeschlossen, ja, oder? Keine Frage, sondern das ist Statement. Ein Impuls, ja. Ein Impuls, Sven, wenn du darauf reagieren willst, gerne, ansonsten noch mal weitermachen. Ja. Sicherlich. Also ich glaube, das Geldmonopol im staatlichen Hand ist wichtig. Ich sehe aber auch immer den Wettbewerb als wichtig an. Und der Wettbewerb kommt nun mal auch durch Kryptowährungen zustande. Und ja, weil natürlich die Abkopplung zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft ist immer, glaube ich, eins der Themen, wenn wir uns die Bilanzsummen anschauen, wenn wir sehen, wie viele Derivate es gibt. Ein Problem unserer Zeit, das immer größer wird. Wir Finanzblasen sehen, die immer größer werden. Und ich glaube schon natürlich vollkommen richtig, dass Vollgeld hier eine Möglichkeit sein kann, wieder Realwirtschaft zusammenzuführen mit der Finanzwirtschaft, und wieder die dienende Funktion der Banken, wie sie ursprünglich einmal war, für die Realwirtschaft das wiederherstellen können. Und wie gesagt, da bin ich aber sehr offen, dann wie die Lösung aussehen, aber finde das dann natürlich durchaus nachvollziehbar und richtig. Gut, nächste Frage kommt von Klaus zum Thema Krypto-CBDC.
Genau, also du hast ja schon mal angesprochen, Sven, diese Sandbox, also ein Versuch, lass uns doch mal einen Versuch starten. Ginge denn das auch, was bräuchte man, was fehlt noch? Ja, wann können wir anfangen? Gibt es die Technik schon? Könnte das auch eventuell von der Bundesbank dann passieren oder muss das von der EZB sein? Oder wie siehst du das? Was braucht es, um so einen Versuch zu starten? Zum Beispiel, sagen wir mal, in Berlin, da gibt es ja viele so Unternehmen. Was fehlt? Ich glaube, es braucht nicht viel erstmal. Ich glaube, es ist oft mehr eine Frage der Regulatorik anstatt der Technologie. Das heißt, wir können mehr, wenn wir dürfen. Und ich glaube, um das auszutesten, ist ein ganz klarer Rahmen. Eigentlich wie China es macht, das finde ich sehr schade, dass ich jetzt sagen muss, wir können da von China lernen. Würde ich eigentlich nicht so gerne, aber es ist so. Nämlich erstmal eine Stadt zu nehmen, wie zum Beispiel Berlin, dort eine kleine Gruppe zu nehmen von Ministerialbeamten zum Beispiel. Und die bekommen nun ihre Gehaltszahlung auf ein Wallet übertragen. Und das können wir natürlich auch in verschiedene Art und Weise machen. Wir können das mit der Bundesbank machen, wir können das mit einem privaten Unternehmen machen, wie Cash on Ledger zum Beispiel oder der Commerzbank, der es ja schon getestet hat. Und dann in ganz kleinen Rahmen verschiedene Gruppen, verschiedene Einzelhändler vielleicht nehmen, ein Café, Restaurants vielleicht, die daran teilnehmen, in einem ausgewählten Kreis und dann einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, es ist eine regulatorische Frage und ein Umdenken im Mindset. Ich glaube, dass wir hier immer noch sehr vorsichtig sind in Deutschland, noch eine Politik des Inkrementalismus haben und das Konzept einer Sandbox eben, einen kleinen Rahmen zu schaffen, wo nicht viel schief gehen kann oder wenn etwas schief geht, dann keinen großen Schaden anrichtet, aus dem wir lernen können, ist wichtiger als jetzt immer nur Berichte zu schreiben, das ist auch ganz wichtig, aber wir müssen, glaube ich, ins Doing kommen, wir müssen mal machen, weil nur so viel die Lerneffekte hin, wie sie China jetzt hat und dadurch wird der Abstand zwischen uns und eben China immer größer, auch der Abstand zwischen uns und Facebook. Also anstatt immer nur kritisch zu sein, glaube ich, ist das jetzt genau der Weg eben. Und wie das Konzept aussieht, weiß ich auch nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt nicht die eine Möglichkeit dazu. Okay, ja. Danke. Dann haben wir die nächste Frage von Josef Huber. Jo, ich wollte auf einen speziellen Aspekt zu sprechen kommen, der vorhin angesprochen worden war, und zwar die Frage, wie sollen CBDC in Umlauf kommen? Und das geht ja nach den meisten bisherigen Ansätzen geht das so, dass es auf Kundennachfrage soll dieses CBDC gegen Chiralgeld ausgewechselt werden können, so wie man bisher eben aus einem Girokonto Bargeld auswechseln kann. Die technische Form lasse ich jetzt offen, das kann auf ein Konto gehen, das kann auch als Token, als Kryptotoken ausgewechselt werden, da gibt es etliche Möglichkeiten, nicht? Und da wollte ich einen Aspekt einbringen. Also ich finde, es gibt noch andere Möglichkeiten, mehr das zu tun und welche, die dem Vollgeldgedanken besser entsprechen. Aber ich würde auch sagen, für den Anfang kann man das ruhig so machen. Wenn es ausgewechselt ist, ist ausgewechselt, je mehr, desto besser. Aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, wir haben ja, seit es 10 Jahre Quantitative Easing gibt, eine immense Reservenflut, die den Banken zufließt und die wissen eigentlich nicht recht, was sie damit sollen oder wollen. Die Banken brauchen das de facto nicht, so viel Zentralbankgeld als Reserve. Das ist, wissen gar nicht, wohin damit, nicht? Das wird sich jetzt auch wiederholen, diese ganzen Sonderprogramme, Sonderzahlungen von staatlicher Seite auf der ganzen Welt, jetzt für die Realwirtschaft Corona-bedingt, nicht? Das ist ja sozusagen Quantitative Easing for people, for the real economy. Hat man immer gefordert, haben wir jetzt tatsächlich. Und dadurch wird sich jetzt diese Reservenflut auch nochmal, erwarte ich, deutlich nochmal erhöhen. Und ich finde es total naheliegend, dass man sagt, ja klar, dann haben doch die Banken diese überschüssigen Reserven, die haben sie ja bereits vorhanden. Und die kann man jetzt mit Einführung von CBDC, das kann man dafür verwenden, nicht? Dazu müsste man nur die bisherigen Reserven, die Guthaben der Banken bei der Zentralbank, die müssten eben praktisch wie CBDC nutzbar sein, meinetwegen Dual Use oder überhaupt den gleichen Status könnten die haben. Und dann würden den Banken da nicht mal zusätzliche Kosten entstehen, sondern da wäre schon ein Fonds da, buchstäblich in Billionenhöhe, den man erstmal dafür nutzen könnte. Und das würde dann ziemlich, ziemlich glatt und schmerzlos, würde so eine Umstellung stattfinden können. Okay, das war, glaube ich, jetzt eher ein Statement.
War Stable, genau. Ich habe vorhin Rainer Lenz die Frage zum Stablecoin unterschlagen. Genau, wollte ich auch sagen, ja. Genau, Sven, es gibt ja nun noch nicht kommerzielle private Initiativen, die ein recht gutes Governance-Modell haben in den Stablecoins, zum Beispiel Saga. Hast du da einen Überblick? Da muss ich ganz ehrlich sein, ich kenne, davon gehört habe ich schon, aber ich habe da jetzt nicht den Einblick da, jetzt mich konkret zu äußern zu können. Ich glaube, die Schwierigkeit vielleicht bei Stablecoins hier nochmal ist auch das Thema Vertrauen natürlich, wie bei Geld. Also bei Tether, dass die Deckung immer oft angezweifelt worden ist. Also existieren wirklich eins zu eins zu den Token, die herausgegeben worden sind, auch US-Dollar in gleicher Höhe. Und da gibt es auch andere Möglichkeiten, das Ganze, ich sage mal, nicht so klassisch zu lösen in der Deckung, sondern durch kluge Algorithmen. Das hat man schon versucht. In der Vergangenheit ist das aber auch ordentlich schief gegangen. Ein Beispiel dafür ist Nubits, wenn ich mich richtig erinnere. Das war so ein Konzept. Man hat versucht, also eine Deckung, ich sage mal, sehr kompliziert eben durch Algorithmen herzustellen. Und man hat es aber nicht geschafft, das durchzuhalten. Und irgendwann ist diese Währung, so die 1:1-Parität, die ist, konnte nicht aufrechterhalten werden mehr und explodiert, sage ich jetzt mal, dieser Stablecoin. Deswegen müssen wir da sehr gut aufpassen, weil Stablecoin heißt noch lange nicht stable. Und gerade bei Tether haben es wir auch gesehen in der Vergangenheit, dass der Kurs nicht immer 1 US-Dollar war, sondern auch mal 1 US-Dollar und 3 Cent, 1 US-Dollar und 2,4 Cent oder nur 98 Cent. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Unterschied, wenn wir private Initiativen reden, die nicht, oder ja, auch solche privaten, die nicht staatlich sind, dass es da immer eine sehr große Unsicherheit gibt. Sehr große Variable. Also noch kurz erläutern, was Tether ist, das wissen, glaube ich, nicht alle. Ja. Genau, ich hatte es ganz kurz einmal vorher schon mal kurz erklärt, es ist die bekannteste und größte der Stablecoin. Das Unternehmen Tether gibt Token heraus und jeder Token, USDT, ist mit US-Dollar gedeckt. Das heißt, ich kann also, das ist interessant vor allem auch für Investoren oder Trader, wenn die jetzt zum Beispiel ihre Bitcoin verkaufen, können die das sicher in US-Dollar parken, ohne jetzt diese ganzen Schwankungen zu haben, die Volatilität, sondern sie haben eben wie den US-Dollar auf ihrem Bankkonto, nur eben einen Token. Und das heißt, sie brauchen das Ökosystem nicht verlassen. Sie können also über die Kryptobörsen oder in diese Infrastruktur, die Blockchain-Infrastruktur, die gleiche oder vermeintlich gleiche Stabilität haben wie ja, auf ihrem Bankkonto mit Euro, US-Dollar, Schweizer Franken. Okay, ja, danke. Es gibt auch nicht kommerzielle Initiativen und entscheidend ist dabei, an was das halt gedeckt ist. Diese Saga-Initiative ist ganz hoffnungsvoll, weil die an SDA gedeckt ist, an die Sonderziehungsrechte. Und was ich eigentlich ganz gut finde, ist das Governance-Modell, weil die davon ausgehen, dass der Besitzer des Coins halt der Souverän ist. Und damit die Macht wieder zu dem Besitzer des Tokens, ohne dem libertären Gedankengut völlig anzuheften. Aber das ist vielleicht auch eine Alternative zu der Zentralbank-Idee, vor allem bei der momentanen EZB. Ja, danke für den Einwurf. Das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema, das man sich im Nachgang mal hier anschauen müsste, dieses Stablecoin. Wir gehen zur nächsten Frage, die kommt von Stefan Schwarz. Vorausgesetzt, dein Audio geht an. Jetzt habe ich es, ja. Also ich bin in der Badewanne, deswegen ich lasse mal das Bild aus, nicht, dass es da von Zuschauerinnen so Teilnehmerinnen werden, falls das Bild verwackelt oder wer weiß. Also die Frage habe ich ja gestellt, ich sehe es jetzt gerade nicht, ich bin vom Handy aus und deswegen, ich hoffe, ihr hört mich wenigstens gut, dass es nicht so ein eich dumpfer Ton ist. Alles gut. Aber, ja, also die Frage zielt in Richtung eine Loose Monetary Policy, also eigentlich wie Josef Huber auch schon gemeint hatte, wie kann der Staat das Geld eigentlich gut in die Wirtschaft bringen und in den Verkehr, im Publikumsverkehr. Und ich habe da so das Bild ein bisschen, das hat Richard A. Werner hier so mal eingebracht, in The Princess of Yen zum Beispiel, so eine Logo von ihm. Also Werner ist ja der Direktor vom Institut, so ein Institut for Banking, Finance and Sustainable Development, glaube ich, in Southampton, England. Und der hatte das, ich habe es gerade geguckt, Harahiko Kuroda hieß, glaube ich, der Bank,
der Governor der Bank of Japan. Und also so durch eine Art Kreditlenkung kann man das sich vorstellen mit dem CDBC, dass da irgendwie einfach Geld schön ausgegeben werden kann, so ähnlich wie mit Euro-Bonds vielleicht das gedacht ist, falls die nochmal kommen, Euro- oder Corona-Bonds. Nur dass eben dann das von oben herab, also regnet quasi das Geld, dass die EZB oder womöglich die Deutsche Bundesbank im Zusammenspiel mit dem Finanzministerium dann oder irgendwie, dass das institutionelle Akteure hier in die Hand nehmen, Geld auch einfach vielleicht auch zum Nullzins oder Geld in die Wirtschaft zu geben. Und das Pandora ja, wäre dann bei der EZB zum Beispiel in der Bilanz, wie man jetzt eben Staatsanleihen aufkaufen könnte, auch niedrig gewertete oder so risikobelangte wie Italien und so, das aber eben in der Bilanz bleibt. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu weit gehen ist, die Frage, aber würde mich da die Gedanken dazu interessieren. Danke. Ja, also ganz grundsätzlich glaube ich, es ist ja theoretisch alles möglich abbildbar. Wir reden ja vor allem, wenn wir über CBDC reden, um das Medium. Das ist oft denn der Token auf einer mehr oder weniger Blockchain-Lösung. Und was ich damit letztendlich mache, glaube ich, das ist nur technologisch begrenzt oder regulatorisch begrenzt. Und natürlich könnte man sich vorstellen, ich erinnere mich da an Italien, wo es mit der Diskussion gab, Bonds, Mini-Bonds einzuführen als Bezahlung, irgendwie bis zu 500 Euro oder so bei deinem Gespräch, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt mal Bonds in Token, tokenisieren wir sozusagen, die Schulden werden tokenisiert und werden dann auch wieder vom Staat und das Volk gebracht. Theoretisch, glaube ich, ist das alles möglich. Wie das dann im Einzelnen aussieht, kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Gut, wir haben noch zwei Fragen, die ich gerne noch stellen lassen wollen würde. Klaus Krämer wäre der Nächste. Ja, okay, ja, vielen Dank. Also, wenn man sich das jetzt gegenwärtig anschaut, dann denke ich, kann man feststellen, dass die Leute Bargeld immer weniger als Zahlungsmittel verwenden, sondern ja vielleicht zu Zwecken der Hortung oder vielleicht auch als Gabe, als Geschenk irgendwie zu Geburtstagen, wann auch immer. So, jetzt folgendes Szenario. Es gibt jetzt irgendwann digitales Zentralbankgeld für alle und Bargeld, davon haben Sie ja gesprochen, also in diesem Szenario verschwindet dann. Dürfen wir dann einen Run auf Gold erwarten? Das kann durchaus sein. Ich glaube, ein Run of Gold erwarten wir vielleicht auch generell von der makroökonomischen Situation, durch das viele Geld, was wir einfach reinpumpen gerade, dass deswegen Gold allein schon attraktiver wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, gerade, dass wir alternative Privatsphäre-Konzepte sehen, die durch Kryptowährung abgebildet werden können. Das ist eine Spekulation, aber ich habe zumindest die Möglichkeit. Ich meine jetzt nicht Bitcoin in dem Fall. Ich meine zum Beispiel Monero als eine Kryptowährung, die so schwierig nachvollziehbar ist, dass ich weitestgehend anonym zahlen kann, dass es dann schon eine Entwicklung gibt, sofern das nicht verboten wird vom Staat. Ich glaube, das Risiko von Verboten, das ist definitiv da, dass der Staat sagt, nein, gerade wenn eben Bargeld nicht mehr gegeben ist, dann wird der Run eben auf Alternativen sehr, sehr groß sein. Inwiefern Gold da als Bezahlmedium genutzt wird, würde ich mal zweifeln. Ich glaube, Gold ist mehr der Wertspeicher, um sein Vermögen, sein Geld zu schützen vor der Geldentwertung, vor der Inflation. Als Bezahlmedium wäre meiner Ansicht nach, wären es eher andere Alternativen, die eine Art Inflationsschutz bieten oder eben auch natürlich eine Privatsphäre. Und das können eben Kryptowährungen sein, theoretisch. Ja. Gut, wir haben dann noch eine letzte Frage von Petra. Genau. Also mich hat eigentlich vorhin ein Zungenschlag von dir so ein bisschen aufhorchen lassen. Und zwar geht es darum wirklich um die Umsetzung, also zentral, dezentral. Und dass man ja durchaus jetzt erstmal starten kann mit auch einer zentralen Lösung und dann wird sich das schon irgendwann alles entwickeln. Und ich möchte da echt warnen, ja. Also wenn Entwicklungen in diese Richtung gehen, also das, ich glaube, das Beispiel Mainframe zeigt sehr schön, wie hart erste Entscheidungen da tatsächlich bleiben. Ja? Und vielleicht ganz kurz, was ist Mainframe? Das ist IBM-System, der
mehr oder weniger 60er, 70er Jahre, auf der halt heute immer noch Anwendungen laufen, irrwitzigerweise, ja, weil eigentlich auch niemand mehr da ist, der das wirklich versteht und auf eine ja, aktuelle Plattform heben könnte, ja. Da hat jeder Angst, wenn ein Stromausfall kommt, wenn das Ding nicht mehr hochfährt, weiß keiner, was er machen soll, ja. Und ich vermute mal, wenn man einmal in die Richtung geht, zentrale Lösung, also zentrale Datenbank, ja, dass man von dort wirklich wieder ganz schwer wegkommt, ja. Also, weiß nicht, gibt es da tatsächlich Bestrebungen oder war das jetzt nur so ein, keine Ahnung, halt so eine Äußerung oder? Also, ja. Also natürlich ist dieser bekannte Single Point of Failure, von dem man immer spricht, eben, dass eine Zentralität immer eine riesengroße Gefahr auch darstellt. Die werden wir weiterhin haben. Ich glaube, der Rahmen ist entscheidend. Das heißt, wir können schon eine Teildezentralisierung zulassen im Sinne von IT-Security, dass wir das verteilen, dezentral machen. In letzter Instanz, aber immer natürlich noch, gerade der Name Zentralbank sagt, dass ja eine zentrale Stelle da ist. Und ich denke, es ist da eine Entwicklung, aber ich sehe auch vor allem den technologischen Aspekt. Das heißt, das eine ist, wie wir es stabil machen, sicher machen. Das andere ist aber auch, wir brauchen die Infrastruktur, um in Smart Contracts Geld einzubinden. Das heißt, also Geld wirklich programmierbar zu machen. Ich denke, wenn wir uns die Zukunft anschauen, wie gesagt, autonomes Fahren ist hier so ein Stichpunkt, einen höheren Automatisierungsgrad haben, dann wissen wir aktuell eigentlich nicht, wie wir das überhaupt abbilden wollen mit unserem aktuellen Geldsystem. Und da können sogar zentrale Lösungen zumindest besser sein als das, was wir aktuell haben. Sie sind nicht gut und nicht perfekt, aber zumindest können sie eine Brücke bauen zur digitalen Ökonomie, was, glaube ich, wiederum Staaten aus einer Wettbewerbssicht für die eigene Wirtschaft sehr, sehr stark wollen. Die Gefahren sehe ich auch. Ich habe die gleichen Befürchtungen, die auch genannt worden sind. Das genaue Konzept, ich habe da keine perfekte Lösung für, aber ich glaube, dass auch eine hybride Lösung hier in Teilen einer erstmal zielführend sein kann, um sich weiterzuentwickeln. Natürlich muss es auch von der Zivilgesellschaft, von Verbänden wie diesem hier Druck geben, dass es eben nicht pervertiert oder missbraucht wird im Sinne dystopischer zentraler Lösungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen sind wir ja mehr denn je gefordert. Aber die Gefahren sehe ich, klar. Gut, vielen Dank. Es gäbe sicher noch ganz, ganz viele Aspekte, die lohnenswert sind zu besprechen. Trotzdem würde ich jetzt an der Stelle mal einen Punkt machen und versuche mich mal in einer Zusammenfassung und würde dann dir nochmal abschließend das Wort übergeben, Sven. Ich glaube, die Entwicklung in Richtung der Digitalisierung ist klar. Wir haben ein paar Aspekte angesprochen, Libra. Wir haben über das chinesische CBDC gesprochen, über zumindest Facetten von Ausgestaltungsoptionen, die bestehen und sind uns eigentlich einig, dass es da viel, viel mehr Debatten drüber braucht, aber gleichzeitig auch so dein Appell, so habe ich ihn verstanden, auch zu probieren, also auch ins Machen zu kommen, Konzepte zu schreiben, ganzheitliche Lösungen anzustreben, ist total spannend. Gleichzeitig müssen wir aber auch in Sandboxes gewisse Dinge ausprobieren und den Wettbewerb nicht als etwas Negatives sehen. Das aber alles in dem Rahmen von einer staatlichen Lösung, die einem gewissen Rahmen vorgibt und eine gewisse Stabilität gewährleistet. Kann ich das so zusammenfassen und was sind deine Schlussbemerkungen vielleicht auch zu dem allgemeinen Thema, die also das hast du sehr gut gemacht, Simon. Vielen, vielen Dank. Das trifft schon sehr gut. Ich glaube, was es gezeigt hat, auch gerade in den Fragen, die wir hatten, es ist sehr viel Abwägen dabei. Es gibt keine perfekte Lösung. Es weiß auch keiner, wie die perfekte Lösung genau aussehen kann. Wichtig ist mir persönlich, dass wir uns der Digitalisierung öffnen. Dazu gehört digitales Geld. Dennoch aber auch abwägen zwischen Fortschritt und unseren Freiheitsrechten, die wir haben. Ich glaube, das ist gerade in Corona-Zeiten ist immer dieses Abwägen und mehr denn je bewusst. Und dieses Abwägen müssen wir jedes Mal haben. Wir müssen immer hinterfragen. Aber wie gesagt, für mich führt über kurz oder lang kein Weg dran vorbei. Und lieber staatlich als von Facebook. Das ist meine Auffassung. Trotzdem aber so viel Wettbewerb wie möglich, wie aushaltbar, zustande kommen lassen. Also einen freien Markt auch. Aber trotzdem sollte das letzte Wort meiner Meinung nach immer noch der Staat durch demokratisch legitimierte Institutionen haben. Und wie wir da den perfekten Weg finden, ich glaube, das ist, kann keiner genau sagen, aber wir brauchen mehr Diskussionen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sehr schön. Ich denke, da haben wir heute einen schönen Beitrag zu geleistet. Vielen, vielen Dank dir. Ich fand es sehr interessant. Viele spannende Aspekte angerissen. Wie gesagt, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, deswegen machen wir an der Stelle Schluss. Ich hoffe, dass wir
weiter im Austausch bleiben. Alle Teilnehmer können gerne danach auf dem Chat bleiben. Wir werden auch, wie angekündigt, diese Konferenz wieder als Podcast online stellen, an alle Teilnehmer senden. Wir freuen uns über Verbreitung, werden die Runde auch weiterführen und ja, dir nochmal vielen Dank, allen anderen einen schönen Abend und wie es mit der Reihe weitergeht, die wir jetzt jeden Donnerstag durchführen, das werden wir zeitnah wieder bekannt geben. Ja, das wird dann auch wieder über den Vollgeld-Rundbrief bekannt gegeben, wer den noch nicht abonniert hat, über Webseite www.monetative. Ja, euch allen schönen Abend. Schönen Abend. Danke. Vielen Dank.